wie du mit dem Team of the Week Trading jede Woche eine Menge an Coins machen kannst, das und vieles mehr erfahrst du nach dem Intro. Also, let's. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. So, ich möchte mich nochmal für das positive Feedback vom gestrigen Video bedanken über das Road to the Final Event, wo ich nochmal ein bisschen auf den Marktwisch eingegangen bin, wie die Spieler fallen werden, wie nicht. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne nochmal vorbeischauen. So, jetzt möchte ich nochmal euch heute eine Trading-Methode erklären, die relativ beliebt ist und womit ihr jede Woche einfach mit viel Geld oder mit wenig Geld einfach viele Coins machen könnt. So, dafür switchen wir mal kurz rüber auf den PC. So, die Trading-Methode ist wie folgt. Nämlich handelt es sich hierbei um die Team of the Week Trading-Methode. Die dürfte einigen schon bekannt sein, einigen nicht. Ich werde sie jetzt jedoch nochmal ausführlich erläutern. So, wir schauen uns dafür das aktuelle Team of the Week an. So, wir sehen hier das Team of the Week, wahrscheinlich einer der schwächsten Team of the Weeks, die in diesem FIFA rauskommen werden. Wir haben einfach der teuerste Spieler nur 150k und das ist sogar nur ein 84er. Aber gut, lassen wir das mal da sein. So, was ist die Team of the Week Trading Methode? Die wird von fast jedem YouTuber und Trader angewendet und sie lässt sich einfach Woche für Woche wieder neu aufgehen und ihr könnt einfach so viel Coins mit der Methode machen. Zwar nicht so viel Coins, wie wenn ihr in die Icon SBC investiert, wozu ich auch ein Video gemacht habe. Aber trotzdem eine Menge Coins. So, ich erkläre es euch mal. So, wir haben hier, wir suchen uns jedes Team of the Week die High Rated Player raus, die relativ günstig sind. Dazu zählt jetzt ein Ziyech, ein Hummels, ein Gnabry und ein Benzema, eher nicht, ein Radetzky. So, wir schauen uns mal die Werte an. Ihr kriegt ein 86er Ziyech für 27.000 Münzen. Wann sollte man die Team of the Week Spieler immer einkaufen? Wann sind sie am billigsten? Am billigsten sind sie immer Samstagabend, also heute Abend und Sonntagabend. Ich nehme an, dass heute der billigste Tag sein wird, da einfach nochmal die Promo-Packs kommen um 19 Uhr. Und eine Menge Leute, die Road to the Final Karten ziehen wollen und deswegen einfach nochmal eine Menge an Packs öffnen und der Markt so überflutet wird von Team of the Week Spielern, vor allem von so Schrott-Team of the Week Spielern, die eigentlich unspielbar sind, jedoch einfach aufgrund des Hypes einfach und aufgrund der geilen Player-Karten einfach gespielt werden. Wir schauen uns das mal an. Hier haben wir ein Zürich. Ein Zürich kostet momentan 27.000 Münzen. Ich gehe stark davon aus, dass die ihn dann in der Nacht noch für eventuell 24.000 bis 23.000 Münzen, vielleicht sogar für 20.000 Münzen erwerben könnt. Ein Gnabry, so tief hätte ich ihn nicht erwartet, aber wenn er schon so tief gefallen ist, dann sehe ich ihn auch so bei heute noch um die 28.000 Münzen. Ein Radetzky hält seine 14.000 Münzen, was relativ stabil ist. Und ein Hummels konntet ihr gestern schon für 26.000 Münzen erwerben. Teilweise heute gehe ich davon aus, dass man ihn für 25.000 bis 27.000 Münzen erwerben können. So was könnt ihr machen. Wieso solltet ihr euch jetzt diese Spiele holen? Ihr holt euch diese Spieler und wann verkauft ihr sie? Ihr verkauft sie immer am Donnerstagmittag, weil da einfach die Leute wieder Geld haben, die Rewards sind kommen, sie bauen nochmal die Weekend-Team und die Spieler sind einfach am teuersten. Das heißt, am Donnerstag ist immer Sell-Off-Day, das müsst ihr euch merken. Egal was ihr verkaufen wollt, verkauft es immer am Donnerstag. Weil vor der Weekend-League einfach die Leute nochmal ihr Team kaufen wollen und deswegen nochmal fett einkaufen. So, wir sehen dann ein Zürich momentan bei 25.000 Münzen, sehe ich ihn dann heute Abend. Vielleicht sogar viel weniger, ich weiß es nicht. Und bis zum nächsten Donnerstag wird er so auf seine 33.000 bis 35.000 Münzen hochgehen. Das heißt, ja, pro Zürich dann um die 10.000 Münzen gewinnen. Bei Hummels das gleiche. Momentan kann man ihn erwerben für 26.000, 27.000 Münzen. Nächste Woche wird da vielleicht schon 38.000, 39.000 Münzen mehr sein. Das heißt, es sind einfach Investitionen, mit denen ihr 100% keinen Verlust machen könnt. Besonders auch da die eigenen SBCs kommen werden und in vielen eigenen SBCs auch ein Team of the Week Spieler gefordert sein wird. Das heißt, ihr müsst dann 86er Team abgeben mit einem Team of the Week Spieler. Dann könnt ihr nicht so ein 82er Team of the Week Spieler nehmen, da ihr euer gesamtes Mannschaftsrating runternimmt. Deswegen müsst ihr immer High-Rated Informs nehmen, die relativ günstig sind. Ich sehe hier noch ein Pacheco, der relativ billig ist mit 84. Für fast einen Abschlusspreis, da könnt ihr auch nichts falsch machen. Radetzky konntet ihr gestern teilweise für 13.000 Münzen erwerben. Der wird auch nächste Woche dann für die 18, 19 bis 20.000 Münzen weggehen. Bei Gnabry ist mir noch relativ ungewiss der Preis, da er einfach ein spielbarer Spieler ist. Das ist halt die Sache. Er ist nicht nur ein Spieler so wie Hummels, den man einfach mitnimmt fürs Rating und der dann einfach steigen wird, weil Gnabry ist auch ein relativ spielbarer Spieler. Deswegen überrascht es mich eigentlich relativ, dass der auch so billig ist. Aber wenn ihr ihn spielen wollt, auf jeden Fall
Mit 30.000 Münzen könnt ihr nichts falsch machen. Der normale kostet, glaube ich, 7.000 Münzen. Das heißt einfach, ihr macht nahezu 20.000 Unterschied, nur dafür habt ihr einen Impfung mit einer geilen Spielerkarte. Und das wäre halt also mein Tipp. Tipp Nummer 1 jetzt, wir holen einfach die Woche. Ich werde jetzt ab fortan das, daraus eine Serie machen, die Team of the Week Serie. Und heute ist Tag 1, ich werde meine 150.000 Münzen, die ich habe, ich habe hier 107, aber verkaufe noch einige Spiele, komme ich auf 150.000 Münzen, werde die dann in Team of the Week Spiele investieren und wir sehen uns dann am Donnerstag oder so oder am Freitag werde ich dann ein Video machen vor der Weekend League, in dem ich euch nochmal zeige, für wie viel ich die Spiele verkauft habe und worin wir diese Woche investieren können. So, also mein Anliegen holt sich auf jeden Fall Zürich, der wird auf alle Fälle über 35.000 Münzen hochgehen die nächsten Tage. Hummels auch relativ billig, Radetzky könnt ihr nichts falsch machen, also ist einfach Spieler, da könnt ihr keinen Verlust machen quasi, weil was wollt ihr denn bei einem Radetzky Verlust machen? Der wird ja niemals unter 15.000 Münzen gehen und der kann nur steigen auf bis zu 20.000 Münzen, das heißt, das sind einfach safe Investitionen, falls ihr da einfach eine Menge Geld reinsteckt, beispielsweise ihr steckt 500.000 Münzen rein, so macht ihr in einer Woche vielleicht 200.000 bis 300.000 Münzen, aber das sind halt safe Münzen, das sind Münzen ohne Anstrengung und das ist einfach automatisch. Der Markt ist einfach so, dass die Spieler automatisch steigen werden. Das heißt, ihr habt einfach keine Verlust, ihr habt keine Verlustrisiko, sondern einfach nur Gewinnchancen. Und es ist einfach der Wahnsinn mit dieser Team of the Week Methode. Machen so viele Trader so viel Geld. Ihr seht zum Beispiel Tabak, steckt da 10 Millionen Coins rein in einer Woche und macht einfach 2 Millionen Coins mit so einer Team of the Week Challenge, mit so einem Team of the Week Investment. Das heißt, Team of the Week Investments sind relativ gut. Ihr müsst halt immer natürlich auch schauen. Alte Team of the Week Spieler können auch steigen, wenn neue Team of the Week Spieler kommen und die sich linken lassen. So war es dann jetzt mit, ich glaube, Paulinho und Pereira und die ganzen Brasilianer aus der chinesischen Liga, glaube ich, die dann einfach gestiegen sind, weil einfach sie sich jetzt besser linken lassen. So war es mit diesem Spieler auch. Ich zeige ihn euch mal mit diesem, ich glaube, der hieß Opara. Da gab es ja so ein, ja, der hier. Der war bei 20.000 Münzen und dann kam, ja, der ist wieder gefallen. Ihr seht, der war bei 20.000 Münzen, dann ist er hochgeschossen auf bis zu 70.000 Münzen, meiner Welt. Ich erinnere mich, teilweise sogar 80.000 wird hier nur nicht angezeigt, weil einfach dann die Ziele rauskamen, wo man sich auch Amerikaner erspielen konnte. Deswegen einfach, ihr müsst auch immer schauen, wer linkt sich mit wem, dann investiert darin. Beispielsweise ist jetzt ein Royce ein bisschen gestiegen, da der Hummels gekommen ist, jedoch nicht viel. Aber auch ein bisschen ein Delaney ist gestiegen, weil ein Hummels gekommen ist. Einfach so kleine Faktoren, die den Markt beeinflussen. Ich werde auch in Zukunft öfter streamen, auch auf Twitch. Deswegen folgt mir gerne. Ich heiße genau wie auf YouTube, StreamNowTV. Ihr könnt da nichts falsch machen. Ich halte euch immer auf den Updates. Dann können wir auch einige Fragen beantworten, wenn ich streame, falls ihr Fragen zu dem Markt habt. So, ja. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns dann allerspätestens später oder morgen beim Stream.